Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Rise of Nations. Ja, wir sind jetzt mitten im Kampf, im Krieg mit Russland. Ihr seht es hier, die Botschaft der Russen. Wir sind ein Hindernis. Die greifen uns jetzt an. Und zwar hier unten. Oh, mit Unterstützungsarmee. Hey, 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 hey. Ja, ihr seht, wir sind jetzt mittlerweile auf einem guten Weg hier, ne? Haben schon einiges erobert. Aber noch lange nicht am Ende. Da steht noch einiges vor. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir die Russen zurückschlagen. Verteidigung beginnen. Ja. Nee, brauchen wir nicht. Ah, wenigstens starten wir hier schon mal. Gut. So. Maximale Bevölkerung haben wir erreicht. Dann brauchen wir mal kurz das hier und das da. Und das da. So. Aber wir haben schon drei Städte hier. Sehr gut. Ja, das läuft ja hier wenigstens. Gott. Ganz was Neues. Erdölscheffeln. Okay, machen wir Eisen. Läuft. So, da haben wir alle. Haben wir hier. Dann brauchen wir hier nochmal zwei für Öl. Ah, da fehlen uns noch die Felder. Schnell, schnell, schnell. Geht's. Flugzeug immer noch im Start. Ah ja, gut, Hammer. Sehr gut. Puh, erster Angriff abgewehrt.
fehlen noch zwei. Wo ist denn hier mein fahrender Händler? Da haben wir mal ein paar. So. Vier. Warte mal. Machen wir hier das hier. Genau. Das fehlt auch noch. So. Wir bauen weiter, genau. So, weiter geht's. Bauen wir hier wieder weiter. Wir müssen hier schauen, dass wir unsere Verteidigung hier aufrechterhalten. Ja, ja, die stehen schon hier. Wir warten nur drauf. So, ich muss noch eine Stadt gründen, vielleicht eine vierte. So. Existiert schon, gut. So. Hier vielleicht auch eine Stadt hin. Ja, gut. Nächste, was wir machen, ist eine Festung, beziehungsweise ein Turm vielleicht noch hin. Ja. Genau. Hier kommt eine Stadt hin. Hier kommt eine Holzfällerhütte hin, oder so ein Holzfäller.
So, machen wir gleich den nächsten Sprung ins nächste Zeitalter, würde ich sagen, oder? Ja, da haben wir schon was. Zwei, drei, vier, fünf. So, jetzt schnell weiterentwickeln hier, bevor die angreifen. Eisen unbedingt. Eisen. Hier. So, was? Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht, oder? Wo ist denn hier? So. Genau, beim Eisen müssen wir unbedingt schauen, dass wir weiterkommen. Mal die Mine da oben. So, jetzt. Genau. Sind hier schon wieder los. Ihr sollt doch da bleiben, wo ihr seid. Mann. So, jetzt erstmal schauen, dass das mit der Eisenproduktion funktioniert. Jetzt haben wir bald ein Problem. Ja, das geht. Die können da ruhig angreifen. Das stört mich weniger. Noch zwei. So, dann würde ich sagen, probieren wir es mal. Ach, die sind vorne schon. Na dann. Auf geht's, würde ich sagen. Die Katharinenburg. Alle mal angreifen, bitte. Thank you.
hier mit dem. Yes. Nee, das hier, hier. Halt hier. Das hier bitte. Und hier. Die Silo gleich. Siehst du, wenn es geht? Nein, nicht mehr ganz. Schade. Immerhin. So. Eine Festung können wir doch bauen. So. Wieder aufleveln. So, jetzt wollen wir gerne mal ein bisschen hier vorne marschieren, aber zuerst mal warten. Noch eine Zeit zum Flughafen, würde ich sagen. Immer schön drauf. Ich brauche mehr Personal. So. Vorwärts. Hauptstadt erobert, ja. Sehr gut. Und ruhig, genau. Wir haben Zeit. Wir müssen uns verteidigen.
Wunderbar. Ja, das sollte reichen, glaube ich. Oh, eine Karawane haben wir noch übrig. So. Jetzt müssen wir nur noch abwarten. Und das war's. Perfekt. Angriff zurückgeschlagen. Was sagt die Karte? Invasion zurückgeschlagen. Sehr gut. So, ja, jetzt wollen die Bantu da mit uns Krieg anfangen. Das ist nicht so toll. Warte mal, erstmal muss ich hier oben das Gebiet ein bisschen aufleveln. Dasselbe gilt für hier. Genau, das haben wir schon. Das haben wir auch. Dann können wir hier nochmal was aufleveln. Und hier nochmal vielleicht so sagen. So. Ja, wie geht's weiter? Eroberung? Nee. Russland erobern? Azteken, haben wir noch Frieden? Das sind die einzigen, die noch fehlen hier, ne? Die Inka können wir erobern, genau. Die Inka. Ich glaube, das machen wir auch, dass wir jetzt die Inkas mal erobern. Erstmal hier das Gebiet gleichsetzen. Stärke 8, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch so. Und los geht's. Ja. Inka, starten. Brauchen wir noch was? Nee. Müsste auch so gehen, hoffentlich. Gut. Also, wir fangen wieder an. Gut. Ja, wir müssen mehr Städte richten, ich weiß. Ich warte jetzt noch, bis der fertig ist. Mit dem Staatswesen. Gut. Marktplatz als nächstes. Dann brauchen wir hier Universität. Da oben brauchen wir weiterhin Nahrung. Forschung nicht vergessen. So. Eine Kirche.
Achso, ja. Schlecht gebaut, aber gut, geflickt. Holzfäller brauchen wir nochmal. Das setzen wir hier hin. Bleibt ihr da? Oh. Außerhalb der Grenze ist schlecht. Brauche nochmal Holz unbedingt. So, weiter ausbauen hier das Ganze. Wir brauchen eine neue Stadt, auf jeden Fall. Genau. Ich wünsche, hätte reicht. Ja. Ach, hier, genau. Wir brauchen die nächste Stufe. Ganz wichtig. So, nächste Stadt bitte. So.
Wir brauchen unbedingt wieder Holz. Ja. Das nächste, was wir brauchen. In die nächste Stadt, wenn es geht. Sind wir mal da oben hin. Greifen die an. So. Schnell, schnell, schnell. Stadt. So, ich bin mit. Erstmal Verteidigung aufbauen. Nein! Oh Gott, auf die Hauptstadt. Autsch. Autsch. Meine Fresse. Aber Glück gehabt, dass nicht so viel kaputt gegangen ist. So. Karawane brauchen wir wieder. Genau, das ist das, das ist das. Da brauchen wir hier bitte eine Bibliothek. Was? Es läuft soweit. Was brauchen wir noch? So, Bibliothek ist auch wieder am Bauen. Okay. Kommt hier hin.
Passt auch, das ist auch okay. Gut. So, jetzt muss ich mal schauen. Noch eine hin, noch eine Stadt. So, machen wir weiter. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Ich würde sagen, ich mache da weiter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Rise of Nations. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen da lassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bitte ein Abo. Ja, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich sage an der Stelle danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.